Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen. Wir reacten heute auf das verrückte Leben von Putins geheimen Töchtern. Und ich glaube, das interessiert aktuell vielen Leuten im Osten, was es genau mit den Kindern von Wladimir Putin auf sich hat. Wir werden auf jeden Fall mal drauf reagieren und ich bin sehr gespannt, welches verrückte Leben die führen. Abonniert den Channel gern kostenlos, lasst doch unbedingt gerne ein Däumchen rum da und sorry, dass die letzten Tage nichts kam. Am Wochenende wird es auch wieder in die Mega-Season gehen und schreibt doch gerne Vorschläge in die Kommentare, auf was wir reagieren sollen und schaut auch gerne auf it's_tobi auf TikTok vorbei. Links sind wir alle unten in der Bio und los geht's. Barack Obama hat Kinder, Trump hat Kinder, genau. Und auch bei anderen berühmten Politikern kennt man eigentlich auch ihre Familien. Ich glaub, vor allem ihre Kinder stehen oft in der Öffentlichkeit. Naja. Doch bei Russlands Machthaber Wladimir Putin ist das ganz anders. Über seine Partnerin ist kaum etwas bekannt. Nicht einmal, ob er überhaupt eine Frau hat. Und auch doch, der hat doch Ludmila, oder? Völlig unter dem Radar. Also ich habe das mal gegoogelt. Dass Putin überhaupt Vater ist, wissen nur wenige. Wir wollen deshalb heute... Naja, das weiß wahrscheinlich auch Wikipedia. Ich glaube, da steht das auch drin. Mal einen genauen Blick auf Putins Familie und insbesondere steht seine in beiden drin. Töchter werfen. Denn eins ist direkt klar. Putins Kinder führen kein normales Leben. Ja, ist auch Leben. Klar, bist du ein Mann. Im Gegenteil, seine Töchter werden nämlich vom Kreml regelrecht geheim gehalten. Für den Alltag seines Nachwuchses hat das extreme Einschränkungen und krasse Regeln zur Folge. Ist ja auch irgendwie klar, dass die geheim gehalten werden, jetzt mal, for real, wenn irgendwelche Feinde von ihm wissen würden, wo die sich aufhalten, dann wäre das ja quasi ihr Todesurteil, wenn nicht schlimmstenfalls Todesurteil, aber auch, es kann ja bis zur Entführung, Lösegeld und, wenn die wissen, der hat Milliarden und so eine Macht und wo trifft man den am meisten? Natürlich mit der Familie. An die sich auch alle anderen, die im Umkreis der Familie sind, zu. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass ein liebender Familienvater genau ist, aber. Das Leben von Maria Wladimirovna Vorontsova und Katerina Wladimirovna Tikhonova aussieht, wollen wir euch heute zeigen. Dabei werdet ihr überrascht sein, welche ungewöhnlichen Breakdance. Hobbys die Töchter nachgehen und hinter welches düstere Geheimnis eine Gruppe von Investigativjournalisten gekommen ist, das ganz Russland schockiert hat. Also bleibt unbedingt. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, was da. Bevor wir mit dem geheimen Leben von Putins Töchtern beginnen, müssen wir zunächst einen Blick auf Putin selbst sowie seine damalige Frau Ludmila werfen. Die kann sogar Deutsch. Tatsächlich ist das Abschirmen seiner Familie vor der Öffentlichkeit ein doch eher untypisches Verhalten. Wenn man dabei an andere Präsidenten wie Obama denkt, der seine Familie unglaublich gern bei öffentlichen Auftritten präsentiert hat. Dabei liegt der eigentliche Ursprung von Putins extremer Geheimhaltung wohl in seinem damaligen Job als KGB-Agent, den er zu Beginn sogar seiner zukünftigen Verlobten Ludmila verschwiegen hat. Ihm erzählte er nämlich, er sei ein normaler Polizist. Spätestens als Putin. So sieht das mit den Hanas. Okay, ist nicht so sexy. Sich für einen Außeneinsatz der sowjetischen Geheimdienstbehörde nach Deutschland zitiert wurde, kam die Wahrheit ans Licht. Dafür packte das Ehepaar, das bereits seit 2 Jahren verheiratet war, seine Koffer und zog von St. Petersburg nach Dresden. In dieser Zeit wurde dann Putins Tochter Maria geboren. Da Putin damals noch nicht berühmt war, sondern ein einfacher Agent, verbrachte Maria auch ihre ersten Jahre in einem ganz normalen Umfeld. Sie durfte draußen in Deutschland mit Freunden spielen und musste cool. Vor Paparazzis oder ähnlichem versteckt werden. Ein paar Jahre später kam dann ebenfalls im Ausland auch Katerina, in Deutschland, Putins oder? Zweite Tochter zur Welt. Mit seinem politischen Aufstieg zum russischen Präsidenten 2000 veränderte sich dieses relativ freie Leben seiner Familie natürlich. Dann aber auf radikale Weise. Denn der ehemalige KGB-Agent behauptete, es gebe angebliche Sicherheitsprobleme, wodurch die Kindheit von Maria und Katerina wohl hauptsächlich hinter den 6 Meter hohen Mauern des offiziellen Amtssitzes von Putin, dem Novo-Ogajovo-Anwesen, stattgefunden hat. Zwar gab es auf dem Gelände alles, was wohl ein Kinderherz höher schlagen lässt, wie einen Reitstall, mehrere Pools oder verschiedene Sportanlagen, allerdings lebten sie hier auch abgeschnitten von der Außenwelt, hauptsächlich mit ihrer Mutter Ludmila, die sie äußerst streng erzog. Das auch, außerdem legten die
die Eltern besonders viel Wert auf eine gute Bildung, wodurch Maria, die auch Mascha genannt wird, erst Biologie in St. Petersburg und später noch Medizin in Moskau studierte. Medizin. Laut Aussagen ihres Vaters hat Katharina ebenfalls studiert und sich für die Studienfächer Japanologie und Orientalistik in St. Petersburg hört sich sehr langweilig aus. Genau beweisen lässt sich das allerdings nicht, da auch das Studieren für die beiden Frauen nicht ohne weiteres möglich war. Denn den beiden war es nur erlaubt, mit einer falschen Identität die Unis zu besuchen. Außerdem wurden sie dabei immer von verdecktem Sicherheitspersonal bewacht. Exzessive Studentenpartys oder das Leben im Studentenwohnheim waren damit natürlich komplett ausgeschlossen. Ja, das ist natürlich schade, aber... Dadurch entstanden jedoch auch Spekulationen, dass die beiden gar nicht in Russland studiert hätten, was für den patriotischen Vater wohl eine absolute Schande gewesen wäre. Machen wir nun weiter mit den besonderen... Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass so ein Vater die nicht in Russland studieren hätte lassen. Die waren nämlich nicht streng wie die für ihr Studentenleben. Denn auch hier mussten sich die Frauen eine andere Identität zulegen, um sich fortbewegen zu dürfen. Warum? Durften sie auch wieder nur in Begleitung von unzähligen verdeckten Sicherheitsbeamten reisen, von denen dann absolutes Stillschweigen in Bezug auf den genauen Aufenthaltsort erwartet wurde. Im absoluten Gegensatz zu all diesen strengen Regeln steht dazu jedoch das Hobby der jüngsten Tochter Katharina. Er hat doch nur zwei Töchter, warum dann die jüngste? Oder hat er mehr Kinder noch? Aktiv Rock'n'Roll getanzt und war sogar Mitglied in der World Rock'n'Roll Confederation. Rock'n'Roll. Und nahm dadurch an öffentlichen Wettbewerben teil. Obwohl vermutlich allen ziemlich klar ist war, dass es sich bei der Teilnehmerin um Putins Tochter handelte, wurde jedoch auch hier wieder versucht, die Identität von Katharina zu verschleiern. Ein Beispiel dafür ist ein Interview mit dem Tanzpartner von Katharina, der... Hatte dann da auch wegen ihrem Namen alles gewonnen oder musste die dann auch hart arbeiten? Also das ist natürlich, ich weiß ja nicht, aber wäre natürlich schon ein bisschen blöd, wenn die da jetzt einfach wegen, weil man glaubt, so, das ist Putins Tochter und so. Ja. Heraus, dass er die Präsidententochter sehr gut kenne und bestätigte auch mittels eines Fotos, dass das definitiv Katharina auf dem Bild sei. Wenig später jedoch dementierte er scheinbar aus dem Nichts seine Antwort und behauptete, er habe die Frage... Dann hat er wahrscheinlich irgendwie Druck vom Kreml oder so bekommen oder irgendwie Drohung und so. Und dann kann ich mir gut vorstellen. Außerdem nahm er auch zurück, dass auf dem Bild dort Putins Tochter zu sehen sei. Ähnlich absurd verläuft das Leben, wenn man mit einer Tochter Putins verheiratet ist. Denn neben dem permanenten... Alter, allein die Vorstellung, Wladimir Putin als Schwiegervater, das ist schon Horror. Geheimhaltungsdruck über den genauen Aufenthaltsort durfte Marias Ehemann, der Niederländer Jorrit Fasen, bei einem Interview auf Fragen nach seinem Privatleben lediglich sagen, ich bin mit einer Russin verheiratet und habe Kinder. Dabei belasse ich es. Wie viele Kinder das Paar jedoch hat, bleibt ebenso streng geheim. Apropos Familienleben. Tatsächlich ist auch bekannt, dass nicht nur Maria verheiratet ist, sondern auch ihre jüngere Schwester Katharina soll im Jahr 2013 vor den Altar getreten sein und dann eine echte Luxushochzeit in einem exklusiven Skigebiet bei St. Petersburg gefeiert haben. Interessanterweise wurde ihr Mann Kirill, der zuvor ein normaler Angestellter war, schon 18 Monate nach der Trauung auf einmal zum zweitgrößten Aktionär des großen russischen Petrochemiekonzerns, was den 40-Jährigen zum jüngsten Milliardär Russlands machte. Auch wenn es von den beiden Töchtern... Das ist halt schon die Beziehungen. Das ist schon interessant. Dann von Putin, auf jeden Fall. Zwar nicht viele Fotos und Videos gibt, so existieren einige interessante Infos über das Leben und die Arbeit der beiden. So hat sich Maria nämlich nach ihrem Medizinstudium auf die Erforschung von Hormonsystemen spezialisiert und arbeitet dafür an einem Forschungszentrum in Moskau. Ebenfalls hält sie zu ihrem Forschungsthema regelmäßig Vorträge, wobei dort natürlich auch wieder mit keiner Silbe erwähnt werden darf, wer ihr Vater ist. Im Jahr 2000 Die bekommt wahrscheinlich alles Geld, was sie braucht für ihre Forschungen. Die muss da nicht irgendwie um Spenden betteln oder so. Also da wird wahrscheinlich das modernste, beste und ja, luxuriöseste, okay, Labor überhaupt. Also da steht wahrscheinlich das Geld, da
brauchst nicht um Geld fragen. Soll sie außerdem noch die Firma Nomenko mitgegründet haben. Dahinter verbirgt sich wiederum eine Forschungsklinik, die sich mit dem sogenannten Genom der Russen beschäftigt. Okay. Dabei hat Maria und ihr Team das genetische Material von 100.000 Menschen gesammelt, um es dann auf Schwachstellen zu untersuchen lassen und herauszufinden, ob sich die russischen Gene therapeutisch manipulieren lassen. Laut US-Finanzministerium soll dieses milliardenschwere Programm von Kreml finanziert werden und steht unter persönlicher Aufsicht von Putin. Auch Marias jüngere Schwester Katharina hat es in die Medizin verschlagen. 2012 hat sie nämlich eine Medizinfirma namens Inopraktika gegründet, wobei in deren Aufsichtsrat nicht nur Freunde ihres Vaters sitzen, sondern ihre Projekte in Milliardenhöhe ebenfalls staatlich gefördert werden. Unter anderem war die Firma dabei auch in den Export des Corona-Impfstoffs Sputnik 5 involviert. Tatsächlich gab es wegen dem Impfstoff auch die erste krasse Schlagzeile von Katharina, denn die Präsidententochter hat sich als eine der ersten den russischen Impfstoff. Sehr viel Vertrauen in das eigene Werk. Doch so sehr der russische Präsident auch das Verschleiern und Geheimhalten seiner Familie liebt, so sehr versuchen vor allem russische Journalisten durch Recherchen die Wahrheit rauszufinden. Russische Journalisten haben es bestimmt nicht einfach, also die sind nicht benennenswert. So haben Reporter mit ihrer investigativen Arbeit und der Analyse einer Gesichtserkennungssoftware tatsächlich herausgefunden, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70% die 19-jährige Elisaveta Russowa ebenfalls eine Tochter Putins sein muss. Wem das noch etwas zu vage klingt, der wird vielleicht durch die Identität ihrer Mutter Svetlana Krigovinotsch überzeugt. Die ehemalige Affäre Putin und ganz plötzlich. Och, ganz plötzlich kommen da 100 Millionen aufs Konto. Schon sehr interessant. Von über 100 Millionen Euro gekommen. Elisaveta ist sogar Influencerin, beziehungsweise war sie das, bevor sie ihm auf einmal von sämtlichen Social-Media-Plattformen verschwand und vollkommen kommentarlos untergetaucht war. Neben Elisaveta noch fünf Kinder. Noch fünf weitere, der lässt auf jeden Fall krachen, der Mann. Kinder von Putin geben, deren Identität allerdings bis heute absolut unbekannt ist. Und das wohl auch nicht aus Zufall. Übrigens, wenn ihr mehr über Putins Privatleben erfahren wollt, dann seht euch unten. Auf jeden Fall sehr interessant. Die Kinder hatten es wahrscheinlich nicht besonders leicht, auch wenn ihnen an nichts gefehlt hat. Was sagt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und würdet ihr Putin als Schwiegervater haben wollen? Also das ist, glaube ich, eine Horrorvorstellung. Schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert euch gerne den Channel. Bis zum nächsten Mal und ciao. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you every side, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want.